hier irgendwie was. Wenn wir hier den Raum drehen. Was für ein Rätsel. Das Fenster ist jetzt nicht machbar. Verstehen das einer? Ich schaue mal nach, ob sich da was getan hat. In der naiven Hoffnung, dass da sich überhaupt irgendwas tut. Sie ist verschlossen. Okay, jetzt ist es hier verschlossen. Also hat sich der Raum, hat sich beim Raum doch irgendwas getan. Also hat das Ding dort irgendwas mit dem Raum dort unten zu tun. Nee, nicht ins Gefängnis. Da können wir jetzt wieder reinschauen. Ich dachte, irgendwas fliegt, bewegt sich da der obere Teil oder so irgendwas. Ich weiß es nicht. Oha. Das Fenster ist jetzt auf der Seite und wir können den Eimer. Ich komme nicht rein. Erzähl doch nicht. Der Eimer ist doch. Nein, ich komme. So könnte das klappen. Na, sehr toll. Das ist runtergefallen. So, jetzt können wir doch bestimmt durch die Vordertür hier hinein. Können wir nicht, hier ist zu. Okay, dann müssen wir den Raum hier noch ein bisschen drehen. Hab das Rätsel um die Gongs hier gelöst. Nicht nötig. Warte, wir haben zweimal. Hier zweimal wieder zurück. Wir haben auch zweimal gegongt hier. Jetzt dürfen wir doch da oben wieder reinkommen. Hier runter wollen wir. So, den Eimer, wofür auch immer wir den brauchen. Wir haben einen Eimer. Hurra. Dann können wir jetzt Wasser schöpfen. Bringt uns das jetzt hier nochmal gegenschlagen? Es hat doch gerade ein Türschlussdings gemacht. Sie ist verschlossen. Okay, einmal zurück. Wir brauchen bestimmt noch ein Ventil, um jetzt
das Ding dort unten zu betreiben. Jetzt können wir von hier aus hier wieder rein. Schau mal hier beim Ventil nach, der ist jetzt hier, ja, einen braucht, ein Ventil brauchen wir noch. Nein. Was dann passiert, weiß ich auch nicht, dann explodiert das ganze Ding hier. Diese verdammte Wasseranzeige hier. Okay, in einem Raum waren wir noch nicht. Den versuche ich hier gerade mal zu erreichen. So geht das nicht. Irgendwelche Hinweise auf ein Ventil. In dem Raum waren wir noch gar nicht. Ich kann den Holzhammer verbrennen. Feuerspock. Spock. Spot. Star Trek ist nicht. Falscher Film. Los, Spot. Du trägst den Hammer. Was bist du nur für ein Waschlappen? Verbrennen ist bei einem Holzhammer nicht die Möglichkeit. Hey, Spot. Kommt dir an dieser Wand auch irgendetwas seltsam vor? Magst du pushen mit Karo-Muster? Du hörst mir gar nicht zu, richtig? Tja. Nein, wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Tja, die Wand. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können... Vielleicht müssen wir hier auch irgendwas drehen, damit wir hier durch die Wand kommen. Und das Spot irgendwie. Nein, wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Ja, Nein, hier ist nichts, aber hätte ich schwören. Okay. Irgendetwas an diesem. Aber je, ich muss mich getäuscht. Sesam, öffne dich. Melon. Ken sent me. Die bekannten Lösungsworte. Nein, hier ist nicht, aber hätte ich schwören. Warte, da bewegt sich doch was. Die Sekunde. Da ist doch hier eine verrutschte Textur oder so. Da müssen wir den Raum nochmal bewegen. Sekunde. Wie kommen wir da nochmal hin? Untere Tür kommen wir da noch mal hin. Okay, wenn wir jetzt hier noch mal gegenschlagen. Da verschiebt sich hier was. Wir müssen jetzt einfach mal ausprobieren. Trial and Error. Da ist jetzt hier offen. Das ist, glaube ich, gut. Ein Shortcut zur Waffenkammer wäre jetzt ganz prickelnd.
Nee. Offensichtlich nicht. Ich sehe doch, dass da hinten kann sich was, da kann sich was bewegen. Ist ein Geheimgang zwischen den beiden. Ist ein kleiner Schlitz, den man erkennen kann, wenn man genau hinschaut. Dann frieren noch mal gegen Kloppen. Den hier und dann den hier, dann den hier. Nö, nix. Keine geheimen. Geheime Tür. Ich sehe, dass da was ist, aber das ist doch irgendwas mit denen. Der Raum ist auch auf der Seite. Und der andere ja auch. Das muss schon irgendwie mit dem Raum was zu tun haben. So, hier. Irgendwann musste ich da noch was tun. Okay, jetzt hat sich was geöffnet. Den Weg hier und den Weg hier und den Weg hier. Nee, absolut nix. Da ist ein Geheimdings in der Wand. Nur Schlüssel vielleicht. Nein, wenn es hier einen versteckten Mechanismus gibt, dann lässt er sich auf diese Weise schon mal nicht öffnen. Ach man, da steht das Rätsel hier, das ist doch. Ist doch mysteriös. Kann man nicht mit, das sieht auch wie ein Schlüsselloch aus, aber kann man nicht mit interagieren. Sieht er doch, der sieht doch etwas. Das macht mich jetzt wild. Holzhammer irgendwie. Man sieht doch, dass ich da, dass da eine Stelle ist. Ist doch offensichtlich eine Stelle an der Wand. Dem Rätsel komme ich heute noch auf den Schluss. Dich knacke ich heute noch Rätsel. Können wir jetzt dadurch hier hinein. Jetzt alles standardmäßig. Aber wie finden wir? Ich habe den ja schon gefunden, die Geheimkammer. Das ist aber. Mich laust das jetzt, dass ich da nicht reinkomme. Muss man irgendein Item aktivieren? Irgendwas mit einem. Muss ich es nochmal probieren? Irgendwie da. Verwende alles mit allem. Da sind wir jetzt hier in der Kammer. Das ist. Ihr seht doch hier, dass wenn wir uns bewegen,
sieht man hier exakt hier. Hier so einen kleinen Ausschnitt. Moment mal, hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Ach, du willst mich doch rollen. Die ganze Zeit habe ich versucht, so durchzukommen. Und das ist. Ich sehe doch was, ich sehe doch. Du musst noch rumdrehen, muss noch rumdrehen. Das ist. Das ist doch nicht wahr. Wir brauchen halt einen kleinen neuen Raum, irgendwie, der hinter diesem einen Rätsel ist, was ihr jetzt auch kennt. Was ein wenig das Parallax-Scrolling nochmal unterstreicht. Das ist ein bisschen aus Labyrinth geklaut. Und wir brauchten einen kleinen Raum. Was ist Labyrinth? Also nochmal so ein Rad drin. Auch ein Spiel von denen. Nichts Besonderes, ein bisschen klein. Passt. Halber Tag. Ja, ich mag ja diese Räume, die halt so ein bisschen weniger Fläche vom Screen mit benutzen. Es gibt noch ein bisschen Abwechslung optisch. Ich glaube, Carsten war nicht so begeistert. Nein. Ich war auch nicht begeistert. Ventil. Dann war das letzte Ventil. Was uns das bringt, ich weiß es immer noch nicht, aber vielleicht kommen wir dann hier raus. Jetzt haben wir ja 4 Ventile gemacht. Jetzt können wir hier. So, aus diesem Schrecken hier entkommen. Da tut sich was. Ja, aber. Nicht nötig. Was passiert? Irgendwas passiert, da dreht sich ein Rad, da stürmt Wasser runter. Können wir jetzt hier weiter oder so? Sieht nicht danach aus. Die Tür ist weiterhin verschlossen. Brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht probieren. Nein, fest verschlossen. Puh, die Rätsel hier in diesem Bereich gehen mir tierisch auf den Senkel. Ein kleiner Shortcut. Den Hebel haben wir ja noch nicht gezogen. Mit denen irgendwas einen Eimer dran hängen. Ich könnte den Eimer wahrscheinlich an die Kette hängen, wenn meine Arme lang genug wären. Ich muss mir wohl was anderes. Vielleicht mit dem. Mit der Gabel. Alles im Eimer. Den Eimer. Hurra. Willst du mal Eimer ziehen? Nein, das ist viel zu weit, die Ziele, die ich bin. Vielleicht können wir Spot irgendwie dort oben reinwerfen. Das wäre meine nächste Idee. Spot ist zu schwer, um ihn so weit zu. Okay, dann eine andere Spot-Form. Spot ist zu schwer, um ihn. Okay, dann halt die ganz kleine Form hier, die hier. 5er Spot-Form. Das hat ja sehr gut geklappt. Vielleicht müssen wir Spot, wenn er oben drin ist, ihn verwandeln. Vielleicht funktioniert das so. Es funktioniert. Juhu. Und nun? Na sicher. Glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Halleluja, wir sind draußen. Corona. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Halleluja, wir sind draußen.
Schlucht. Nee, wie sieht das? Wir gehen da nicht wieder rein. Ich war da bestimmt nicht wieder runter. Ich bin heidenfroh, dass ich den Askil entkommen konnte. Und wie? Wir haben ja einen Stein. Nee, nehmen wir mit. Warte, kurz. Audiokommentar. Ich glaube, den Screen gab es schon sehr lange, bevor wir überhaupt überlegt hatten, was wir machen wollten. Da hast du wunderschöne Texte auch gemacht, zum Beispiel, wenn man irgendwie die Schlucht runterrotzt. Das hat, hervorragend gemacht, dass wir dann halt irgendwie, während wir das Runterspucken aufgenommen haben im Studio, dass er dann der Meinung war, so, ja, aber Sedwick kann doch bestimmt nicht gut spucken. das groß ankündigt. Und dann so klein. Ja, Sedwick ist so eine Lusche, ey. Oh, der arme Sedwick. Wir können runterspucken. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Sehr schön. Oha. Wo sind wir hier angekommen? Bahnhofswärter. Vögel. Gleise. Und Doppelpasshose. Oh nein, ich gehe schon wieder. Okay, ich würde sagen, wo wir jetzt endlich aus der Schlucht entkommen sind, machen wir genau hier im nächsten Stream weiter. Ein bisschen was müssen wir uns auch noch für nächste Woche aufheben. Ein bisschen was müssen wir. Oder für diese Woche, keine Ahnung, wann der nächste Stream kommt. Im nächsten Stream geht's hier weiter. Bin froh, dass hier ich habe hier eine ganze Abteilung, hier einen ganzen Spot, können wir mal grad entgoogeln. Ich bin heilfroh, dass ich da mal raus bin. Mit den nächsten Rätseln geht's weiter. Im nächsten Stream. Ich würde sagen, das reicht für heute. Genug geschafft. Es ist. Ja. Sehr toll. Und damit nochmal offiziell willkommen zurück. Seid gegrüßt mit dem Zwerggnome und Engladom zu einem neuen Part-Aufnahme-Stream mit dem Zwergfürst. Wir spielen The Whispered World. Und dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Weiter geht's hier. Hier mein Bahnhofswärter. Und Vögel. Was seid ihr für Vögel? Und Opas Hose. Da ist die schon wieder zurück. Okay, schauen wir uns erstmal die Vögel an. Okay, da müssen wir erstmal keinen Umweg machen. Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom B zu vertreiben. Brauchen wir mal eine Vogelscheuche. So, mit den Reden. Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Schusch! Okay, können wir die Körner wegnehmen? Hey! Lass die Finger von meinem Kürbisbeet! Okay, ein Kürbisbeet. Ach so, ja. Kürbis. Hier wächst wohl gar nichts. Hey! War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mehr drauf. Aber da hinten wachsen noch Kürbisse. Tja, also. Wir haben einiges im Inventar. Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere Idee, um sie langfristig vom Beet fernzuhalten. Okay. Damit würde ich sie bestenfalls brauche. Vielleicht können wir hier irgendwo eine Heuschrecke draus bauen. Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Okay, ich brauche erstmal eine bessere Idee. Oha, jetzt sind wir noch in den letzten Screen gegangen. Reden wir erstmal mit dem Bahnhofswärter, würde ich sagen. Schauen wir uns ihn erstmal an. Ein schäbiger Typ. Aha.
Wie schäbig. Er würde bequem bei mir in die Tasche passen, aber ich habe Angst, dass er beißt. Na dann, guten Tag. Stopp, anhalten, Gesindel. Einen halben Schritt weiter. Ich brauche Hilfe. Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Das Wichtigste zuerst. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Tja. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du meinen Rat willst, Posaun ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Aha, das wird helfen. Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es, der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Wir werden es natürlich nicht vergessen. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Und nicht genau genommen? Wenn man es nicht ganz so genau nimmt, gibt es dann vielleicht noch... Kannst du nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch, so wie du rumläufst. Also, ist noch was? Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Aha. Wir müssen den Baum fällen. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Wir bringen die schon zum Laufen. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Dafür würde ich keinen müden Heller ausgeben. Wahrscheinlich hast du recht. Das mit dem Museum war wohl eine Schnapsidee. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Käme man bei so... Ich weiß nicht. Dann müssen wir Geld bezahlen. Und wo kriegen wir denn bitte Geld her? Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. So wenig nur? Nein. Dann kommt das nicht in Frage. 5 lumpige Silberlinge. Dafür könnte ich mir ja nicht einmal neue Abreißkarten kaufen. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Für einen Besuch in Maurice Majestätischem Eisbahnmuseum? Das muss doch mehr wert sein. Also... Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieße ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet. Wo sollen wir jetzt 10 Goldstücke herkriegen? Oh Mann. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar. Das macht 10 Goldstücke. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden. Ja, die vielen Schlange stehenden Kunden hier. Mit Sicherheit. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar! Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Dann verzieh dich! Du blockierst den... Und? Wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich? Für 10 Goldstücke. Du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Okay, müssen wir also noch 10 Tage hier vorfahren. Sehr schön.
du könntest die Preise senken. Niemals! Ein Besuch in Maurice' majestätischem Eisenbahnmuseum sollte einem schon 10 Goldstücke wert sein. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Hm. Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Tja. Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown? Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Yeah. Na gut, aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Mann. Am besten gleich. Super. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also zwei Goldstücke. Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja. Okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte.